Moin Moin Leute und herzlich willkommen. Ja, heute wieder bei der Wachtel mal. Einmal reingucken, nachdem die jetzt 2 Wochen hier im Stall sind. Ja, denen geht's gut. Keine Zwischenfälle, nichts weiter. Alles easy. Haben sich gut eingelebt hier, finden das glaube ich auch besser als draußen im kalten Schnee. Und ja, ist ja scheiße. Ne? Haben wir ja letztes Mal im Video schon gesagt, da, dass das nicht hinhaut. Ja, dann habe ich mal hier das Licht angemacht, um zu gucken, wie das so funktioniert. Man muss es ja auch, also ich habe jetzt Wachteln auch noch nicht so lange, ich wollte das einfach mal gucken. Ja, eine Woche Licht an, ein bisschen, also nicht 24 Stunden, ne? Aber so, dass sie ein bisschen verlängert haben, aber jetzt ist ja eh schon ein bisschen länger hell. Ja, haben wir schon ein paar Eier. Ja. Ist krass, wie schnell das geht, auf jeden Fall. Das war schon nach 3 Tagen, haben die Hähne schon wieder gekräht. Und ja, ist toll, wie das so funktioniert. Ne? Also das war, wollte ich mal ausprobieren, mal gucken. Weil wenn die eh schon mal jetzt hier drin sind, dann kann man das mal ausprobieren, habe ich mir gedacht. Ne? Da die Wachteln ja jetzt auch drin sind, ja, haben wir gleich mal die Gelegenheit genutzt hier, bisschen umgegrubbert und neu eingesät. Das vorhandene Gras, was wir hier so sehen, das wächst ja jetzt schon so ein bisschen, aber das neu gesäte jetzt noch nicht so. Dafür müsste es erstmal ein bisschen wärmer bleiben auf längere Zeit, denke ich mal, und auch mal ein bisschen regnen. Ne? Aber so an sich, ja, es erholt sich alles. Das soll ja jetzt auch noch mal irgendwie die Tage ordentlich kalt werden. Deswegen bleiben die Wachteln so lange auf jeden Fall noch drin, bis sich das jetzt gegeben hat mit dem Froster. Und dann hoffe ich mal, dass das hier schon alles so ein bisschen nachgewachsen ist. So. Und dann werden wir hier noch ein bisschen ein paar Veränderungen vornehmen und dann können sie wieder raus hier schön in ihr Freigehege. Kurzer Einblick, was wir jetzt gerade mit den Wachteln hier. Ich will das immer alles so ein bisschen festhalten, auch für Leute, die jetzt neu starten und sowas, dann können die sich das angucken, sehen das immer so Stück für Stück, wie das, ja, ich habe, bevor ich hier mit den YouTube und so angefangen habe, habe ich auch nichts gefunden, immer geguckt und halt nichts gesehen, ne? So in den Vorstellungen, wie ich das hatte, so, und jetzt versuche ich das halt so zu zeigen, zu vermitteln für andere Leute, dass die das sehen und, ja, aus meinen Fehlern lernen oder wie auch immer, ne? Aber irgendeiner muss es ja mal ausprobieren, ne? Und ich habe nichts gefunden. Deswegen machen wir unser eigenes Ding. Ja, die Wachteln, die sind noch ein bisschen am Sandbaden. Schwappt immer ein bisschen über, deswegen muss auch alle paar Tage immer wieder was zugesiebt werden. Ja, die geben auch ordentlich Gas. Gefällt ihnen auch. Ne? Und die können ihrem natürlichen Trieb auch nachgehen hier drin. So Leute, das wäre es gewesen. Danke fürs Einschalten, für die, die es noch nicht gemacht haben, abonniert, aktiviert die Glocke als Unterstützung, als Zeichen der Unterstützung für die gute Tierhaltung. Bis dahin, haut rein!